Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Herzlich willkommen bei einer neuen Pretty Nail Shop Videoanleitung. Dieser wunderschöne Nagel wird mit der Acryltechnik modelliert. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Stilettoform über der Schablone verlängern und dreidimensionale Blumen formen können. Zur Vorbereitung mattieren Sie Ihren Naturnagel und bürsten den Feilstaub ab. Sie benötigen für die Stilettoform eine lange Fläche zum Modellieren. Setzen Sie daher eine Julifin-Schablone lila, wie üblich, unter dem Naturnagel. Kleben Sie dann noch eine zweite zur Verlängerung davor. Die Schablonen sollten unten so zusammengedrückt werden, dass die Stilettoform entsteht. Tragen Sie Primer zur Grundierung auf. Schaffen Sie einen Übergang vom Naturnagel zur Schablone, indem Sie Ihren Naturnagel etwas verlängern. Benutzen Sie dafür ein Acrylpulver, das Ihrem Naturton entspricht. Zum Beispiel Julifin Acryl Make-up Pulver in Natur oder Pink. Beginnen Sie, die rote Spirallinie zu gestalten, die bis zur Nagelspitze verläuft. Modellieren Sie diese mit Julifin Acryl Farbpulver in Bordeaux. Beginnen Sie direkt an der Nagelspitze. Achten Sie auf eine schön geformte Smileline und einen ebenen Übergang. Bringen Sie das Acryl mit dem Pinsel möglichst genau in Form. Wenn Sie den Pinsel mit Liquid anfeuchten, können Sie auch angehärtetes Acryl in der Oberfläche nacharbeiten. Modellieren Sie mit mehreren Acrylbällchen nach und nach die rot geschlängelte Linie bis zur Spitze der Schablone. Füllen Sie drei freie Felder mit weißem Acryl aus. Achten Sie wieder auf exakt geformte Seitenränder. Vervollständigen Sie den Nagel mit Farbacryl Purple Glimmer. Gleichen Sie den entstandenen Höhenunterschied aus. Dafür können Sie wieder das Make-up-Pulver oder Acrylpulver Rosé nehmen. Der gesamte Nagel sollte nun mit der Verlängerung eine Einheit ergeben. Die Seitenkanten sind exakt geformt und das Material gleichmäßig hoch. Modellieren Sie den Nagel mit Julifin Acrylpulver klar, bis sich eine ebene Oberfläche ergibt.
Entfernen Sie nun die Schablone. Fallen Sie den Nagel anschließend in Form. Dafür eignet sich zum Beispiel die Jolifin-Pfeile extra breit mit der Körnung 100-180 sehr gut. Mit der gröberen Seite können Sie vorarbeiten, mit der feineren Seite glätten. Die Blumen gestalten Sie in 3D-Optik, sodass sie sich plastisch vom Nagel abheben. Nehmen Sie zwei Farben gleichzeitig auf den Pinsel. Gehen Sie zuerst in Neon Pink und sofort danach in Neon Blue. Setzen Sie das Bällchen auf den Nagel und formen Sie ein Blütenblatt. Dies gelingt am besten, wenn Sie den Pinsel noch einmal in Liquid eintauchen. Mit dem feuchten Pinsel können Sie das Material am besten formen. Drücken Sie mit der Länge des Pinsels das Material in die Breite. Formen Sie mit der Pinselspitze längliche Vertiefungen und die Seiten. Heben Sie mit der Pinselspitze die Mitte der Blütenspitzen an. Mit Farbpulver Dark Black legen Sie den Stiel an. Fügen Sie eine weitere Blüte ein. Dafür nehmen Sie die drei Farbpulver gleichzeitig auf den Pinsel. Zuerst Weiß, dann Neon Pink und Neon Blue. Die Blätter erhalten so zusätzlich einen weißen Außenrand. Formen Sie zwei Blütenblätter aus und drücken Sie sie mit der Pinsellänge in Form. Setzen Sie auch hier einen schwarzen Stiel an. Überschüssiges Material nehmen Sie mit dem Pinsel runter. Streifen Sie es einfach an einem Küchenkrepp ab. Die Blätter gestalten Sie mit Farbpulver Green. Ziehen Sie die Umrisse des Blattes in Form. Mit weißem Pulver ziehen Sie eine Mittellinie als Aufheller. Wenn Sie den Pinsel mit Liquid anfeuchten, können Sie das Acryl besser formen. Für die länglichen Blätterbänder nehmen Sie zuerst Weiß, dann Fruity Green gleichzeitig auf den Pinsel. Formen Sie wellige Banderolen aus.
Bemalen Sie die Blumen mit Jolifin Kreativmalfarbe in Weiß und Schwarz. Am besten eignet sich ein sehr dünner Nailart-Pinsel mit längeren Pinselhaaren. Mit Schwarz zeichnen Sie bei jeder Blüte feine Linien auf. Sie mit Weiß und einem Swirl kleine Punkte in die Blütenmitten und auf den Nagel. Umranden Sie die Blütenblätter mit dem Nailart-Pinsel und malen Sie kleine weiße Striche auf die Blattspitzen. Nun ist das Design komplett. Da Sie diese Acrylmodellage nicht auf Hochglanz polieren können, versiegeln Sie sie mit UV-Gel. Verwenden Sie dafür einen Gelpinsel und ein Einphasengel aus der Jolifin Studio Line 4 Plus. Dieses Gel ist mittelviskos und verläuft daher nicht zu schnell. Es hat außerdem einen sehr schönen Eigenglanz. Tragen Sie das Gel über den ganzen Nagel auf. Achten Sie darauf, zwar alle Vertiefungen vollständig, aber nicht zu dick mit abzudecken. Um das Gel noch einmal gleichmäßig zu verteilen, streichen Sie zum Schluss mit dem Pinsel vom Nagelansatz zur Spitze. Härten Sie das Gel 2 Minuten in der UV-Lampe. Tränken Sie eine Zellette mit Cleaner und wischen Sie die Gel-Schwitzschicht ab. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei dieser schönen Acrylmodellage. Ihre Hanna.